Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man die Größe der Videobilder verändern kann. Ich bin im persönlichen Ordner und habe hier ein Video namens c.webm mit der Größe 1280 x 1024 Pixel. Und mit dem Tool FFmpeg kann ich nun die Größe der Frames beeinflussen. Und zwar mit der Eingabe FFmpeg. Leerzeichen minus i. Jetzt kommt die Input-Datei, ein Video oder ein Bild, also hier c.webm. Leerzeichen, jetzt kommt die Option minus s. So kann ich jetzt hier die neue Größe angeben, zum Beispiel 640 x 480, also Breite 640 Pixel, Höhe 480 Pixel. Leerzeichen und jetzt die Ergebnisdatei, die nenne ich einfach mal a.webm. Und hier ist die neue Datei mit der Größe 640 mal 480. Ebenso geht das auch mit dem Videofilter Scale. Und zwar sieht die Eingabe dann so aus: ffmpeg-i c.webm-vf, so gibt man den Videofilter an, in Anführungszeichen Scale ist gleich, jetzt kommen die Werte: 640 Doppelpunkt 480 und die Ergebnisdatei b.webm, also Breite 640 Pixel, Höhe 480 Pixel. Da ist die Datei. Halt, das war die falsche. b.webm 640 mal 480. Ebenso gibt es auch noch Variablen, zum Beispiel iw für die Input-Videodatei, die Breite, ih für die Höhe der Input-Videodatei oder ow für die Output-Videodatei Breite und oh für die Höhe der Output-Videodatei. So könnte das dann aussehen. Scale ist gleich iw Schrägstrich 2, also durch 2. Und IH Schrägstrich 2 für die Höhe. Also die Breite der Input-Videodatei 1280 wird durch 2 geteilt und ebenso die Höhe 1024 wird auch durch 2 geteilt. Die Ergebnisdatei soll heißen d.webm. Okay, also hier Breite 640 Pixel mal Höhe 512 Pixel. Ciao und viel Glück.